Herzlich willkommen zur Episode 2, dem Netzwerken im Modul G sich austauschen. Heute die letzte Episode des eGeneral Studies Angebots Studieren mit dem Internet. Heute geht es um das Social Networking. Darunter versteht man alle Werkzeuge, mit denen man sich selbst im Netz darstellt und mit anderen Personen vernetzt und auch sein eigenes Netzwerk darstellen kann. Es dient zur Kontaktaufnahme, aber vor allem zur Kontaktpflege mit anderen Personen. Unterscheidet in sogenannte Business Networks, Xing oder LinkedIn sind da Beispiele dafür. Dort stellen sie sich mit ihren Qualifikationen dar und werben für sich als zukünftigen Mitarbeiter, als zukünftigen Unternehmer etc. Dort sollten sie sich auf alle Fälle langsam mal einen Account zulegen. Für Themen Praktikas, aber auch Bewerbungen ist das sicherlich eine wichtige Sache. Und dann gibt es die privaten Netzwerke, was sollte man davon wieder trennen? MySpace, Facebook, die VZs. Facebook, mehrere hundert Millionen Personen loggen sich jeden Tag ein, um ihr Facebook-Account zu überprüfen, zu gucken, was sonst noch so los ist bei den Freunden. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, Thema Datenschutz, Einstellungen, Privacy etc., dass sie da nicht zu viel, jedenfalls nicht der ganzen Welt über sich zeigen. Ansonsten eine super Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und natürlich auch im Studio. Diese Friend-of-a-Friend-Communities, so kann man sie auch nennen, wie Facebook, die sind aber eher darauf konzentriert, dass man Kontakte knüpft. Nicht so sehr, dass man lernt. Man hat manchmal Empfehlungen oder man lernt Leute kennen, die was Interessantes machen, so dass man sich dann vorstellt, das würde ich auch ganz gerne lernen. Aber da geht es nicht so kern nicht ums Lernen. Ganz stark ums Lernen geht es in sogenannten curricularen Lerngemeinschaften. Da gibt es dann Lernziele, die sich vor allem aus dem Curriculum heraus entwickeln oder vorgegeben werden, und die Kontaktanlässe sind da eigentlich eher die gemeinsame inhaltliche Auseinandersetzung, dass sie innerhalb eines Seminars oder eines Projektes sich mit einem Thema beschäftigen. Dazwischen stehen die sogenannten Communities of Practice. Das sind Gemeinschaften von Lernenden, die gemeinsam Probleme lösen, um ihre Problemlösekompetenz zu erhöhen. Das heißt, sie beschäftigen sich mit einem Thema, zum Beispiel, dass sie im Rahmen ihres Studiums anfangen, sich immer stärker mit Statistik und Statistikauswertung zu beschäftigen, und dann kommen sie langsam in so eine Gemeinschaft derer, die vielleicht mit einem ganz bestimmten Programm, einer Open-Source-Statistik-Software arbeiten, und wachsen dort langsam rein. Und das will ich Ihnen nochmal so ein bisschen im Detail gleich erklären, weil diese Communities of Practice ganz spannende Lernanlässe bieten, die über das, was Sie in der Uni vielleicht erleben, hinausgehen und die so ein Einstieg in lebenslanges Lernen sein können. Hier nochmal die Definition von Community of Practice von den beiden sozusagen Erfindern oder Entdeckern, John Lathe und Etienne Wenger. Das ist eine längerfristige, aber variable Gruppe von Personen. Das bedeutet, es ist keine Projektgruppe, wo einfach irgendwas zum Schluss zu Ende ist, die mit Interesse und Leidenschaft ein gemeinsames Unterfangen verfolgen und dafür Ideen, Einsichten und Expertise teilen. Also die sagen sich selber gegenseitig, wie man etwas macht, und lernen voneinander. Sie entwickeln Know-how, gemeinsame Meinungsbilder und Herangehensweisen, helfen einander, lösen Probleme, vertiefen ihr Wissen und lernen voneinander durch informelle, regelmäßige und freiwillige Interaktion. Das heißt, die treffen sich nicht im Rahmen von einem Seminarraum und da gibt es niemanden, der was erklärt, sondern das ist informell. Man trifft sich übers Netz viel, tauscht sich aus, gegebenenfalls trifft man sich auch nochmal außerhalb oder in der echten Welt in Gruppen, aber es ist nie so, dass das in einer Art von Unterricht endet. Und auf der Basis persönlicher sozialer Bindung, und da sind wir dann wieder beim Social Networking. Also die Leute kennen sich untereinander und helfen gegeneinander, sich untereinander, weil sie sich kennen. Hier nochmal, die Community of Practice hat drei Elemente. Die Community of Practice, das ist irgendwie schon fast klar, aber auch eine Domain, es geht nämlich um einen Inhaltsbezug. Die Domain ist der Zweck der Gemeinschaft und
Also stellt einen relativ komplexen und dauerhaften Problemkreis dar, womit man sich beschäftigt. Mein Beispiel war eben gerade die Analyse von statistischen Problemen mit einer bestimmten Software. Das wäre zum Beispiel so ein komplexes und dauerhaftes Problem, die fortgesetztes Lernen erfordern. Sie können sicherlich aus Ihren Bereichen, Themenbereichen auch, all das, was im Grunde zu Forschungsthemen zum Beispiel auch gehört, darum können sich auch Communities of Practice bilden. Und die stellt im Grunde den Nutzen dar, der aus der Mitgliedschaft entsteht. Ich lerne das, das kann ich danach besser. Da inspiriert die Mitglieder, sich einzubringen. Das heißt, das ist ein Thema, wo die Teilnehmer der COP auch ein starkes Interesse haben. Und darum formiert sich auch sowas wie eine gemeinsame Identität. Die Community sind die Personen, die sich mit dieser Domäne beschäftigen. Und Community auf Deutsch kann man es übersetzen als Gemeinschaft. Gemeinde, aber eher, ich würde sagen, Gemeinschaft. Und die fördert halt, dass sich Leute regelmäßig treffen und austauschen und dort auch Beziehungen aufbauen. Wichtig ist, es ist geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Das regt dann an zum Austausch von Ideen. Man traut sich was, man kann auch Fragen stellen und hat keine Angst, dort irgendwie ausgelacht zu werden oder so. Und die Practice, es bleibt halt nicht nur bei Theorie, sondern es geht tatsächlich um eine Praxis, die durchzuführen ist und das Ziel in der Community of Practice ist tatsächlich, seine eigene Praxis so zu verbessern, dass man effektiver das machen kann, besser also und jedenfalls auch effizienter, also Ressourcen optimaler das zu nutzen. Und dazu werden ausgetauscht Ideen, Werkzeuge, Informationen, Geschichten und Dokumente, die von allen geteilt werden. Und es gibt ein spezielles Wissen, was diese Community of Practice entwickelt und teilt und pflegt. Also das immer wieder überarbeitet und guckt, ob das richtig ist. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Community of Practice zum Thema Virenschutz auf dem Computer. Das könnten alles Personen sein, die in verschiedenen Unternehmen dafür für die Sicherheit der Computer zuständig sind und die tauschen sich dann aus und sagen, okay, wie muss man momentan seinen Rechner für die verschiedenen Betriebssysteme sichern, damit die dann auch tatsächlich sicher sind. Das ist, denke ich, dann zum sehr interessanter Ansatz für Lerngemeinschaften und Erklärung, wieso sich solche Lerngemeinschaften bilden können. Im Kern steckt dann ein Begriff, das Legitimate Peripheral Participation, das Lernen als Hereinwachsen in die Praxisgemeinschaft, so wird erklärt, wie überhaupt jemand da reinkommt. Am Anfang steht man hier draußen und nimmt erstmal einfach nur Zugriff auf die Ressourcen und dann fängt man so langsam an, mal tatsächlich ganz gezielt für eine Sache was mitzugestalten. Dann kommt man hier so in die Peripherie und tut vielleicht mal auf Zuruf was oder partiell und dann geht man so langsam in so eine volle Mitgliedschaft und hier gibt es so eine Core Group, die sich dann ganz eng darum kümmert und ganz viel auch dann für die Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Und das interessante Modell ist halt, dass nicht jeder wird bis ganz hier reinkommen, manche bleiben hier und gehen wieder raus und manche changieren hier zwischen vielleicht einer vollen Teilnehmerschaft und einer peripheralen Partizipation. Das Schöne ist, man kann einfach erstmal zuschauen und dann langsam wächst man hinein. Der Community of Practice Begriff ist sehr lange zur Erklärung von solchen informellen Lerngemeinschaften genutzt worden. Es gibt momentan einen neueren Ansatz, der sagt, Community of Practice kann ein Ziel sein und ist sehr intensiv, aber viele der Vergemeinschaften, die wir erleben, so auf YouTube zum Beispiel, viele der Webseiten und Plattformen, das sind keine echten Gemeinschaften, das sind eher Kollektive. Kollektive, bei denen man mal, also bei denen deutlich weniger dieser Gemeinschaftsaspekt da ist, sondern einfach eher die Idee, ich habe hier eine Ansammlung von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen und dort kann ich Inhalte oder Fragen im Endeffekt beantworten.
Ich selber stelle dort auch Dinge rein und nehme damit mit am Kollektiv, das sich mit dem Thema beschäftigt, aber es gibt keine persönliche Beziehung zwischen den Personen. Oder ja, genau. Und das wird ganz gut beschrieben in einem neuen Buch 2011 von Douglas Thomas und John Seely Brown, A New Culture of Learning. Und wir sind jetzt ja fertig mit unserem Kurs erfasst, deswegen will ich noch mal ganz kurz zeigen, wenn man jetzt. Wie kommt man dann auf so ein Buch? Also ich habe in meinem Twitter-Client habe ich hier die Tweets von Henry Jenkins abonniert. Henry Jenkins ist ein Professor an der University of Southern California, LA. Momentan gerade da, und der hat darauf hingewiesen, dass er ein Interview gemacht hat mit John Seely Brown und Douglas Thomas. John Seely Brown, für mich ein ganz wichtiger Mensch, und da habe ich gesagt, okay, das muss ich mir unbedingt anschauen. Und dann kam ich hier über den Tweet auf diesen Blog-Eintrag von Henry Jenkins, da war ein Interview mit John Seely Brown und Douglas Thomas zu seinem neuen Buch A New Culture of Learning, Cultivating the Imagination for a World of Constant Change. So, und da sprechen die vor allem dann im zweiten Teil sehr, sehr viel über das Thema Kollektiv. You write about learning collectives und so weiter und so fort. Und dann erklärt er, was ein Collective ist, und stellt dann nochmal dar, dass da die individuelle Handlung viel mehr im Vordergrund steht als in solchen Gemeinschaften, und dass es vielleicht so ein bisschen softer Ansatz ist, um das eigentlich zu erklären, was im Netz passiert, weil halt sowas wie YouTube gibt sicherlich da innerhalb von YouTube auch tatsächlich Communities of Practice, aber zumeist ist es halt keine Gemeinschaft, und trotzdem entstehen da aus Vergemeinschaftungen, in denen die Personen was lernen, und das beschreiben die als Kollektive. Dann, wenn man sowas liest, sagt man sich natürlich, okay, da will ich mehr drüber wissen. Dann sucht man sich halt entsprechende Websites raus. Hier zum Beispiel ein Beispiel von einem Blog, wo die dann ein paar Videos noch darauf gestellt haben, damit man einfach ein bisschen mehr über die Autoren weiß. Und dann ist halt hier ein Interview mit Douglas Thomas. Das gehört nicht zu dem Buch, sondern ist von der MacArthur Foundation, großen Geldgeber in den USA, wo der interviewt worden ist. Und dann gibt es auch noch eine Präsentation von John Seely Brown. Ist auch nicht ganz frisch, aber interessant halt. Und das kann man sich dann anschauen. Und dann ist man eigentlich schon wieder ein gutes Stück weiter. Und dann bestellt man natürlich dann noch auf Amazon das Buch. Guckt vielleicht nochmal in die Customer Reviews hinein. Zum Beispiel hier, der hat so ein paar Favorite Quotes reingemacht. Da kann man vielleicht mal reinschauen, wenn man sich nicht so sicher ist. Bisher gibt es noch nicht so richtig viele kritische Reviews. Da muss man dann halt warten, das ist ein sehr neues Buch. Und ja, dann kann man es bestellen. Okay, so viel zum Thema Communities und Kollektive. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so lange bei uns waren und schön ganz aktiv mitgearbeitet haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen, hoffe, dass Sie noch die Aufgaben jetzt vom letzten Modul noch ganz so engagiert wie bisher noch bearbeiten. Und war ein sehr schönes Seminar mit Ihnen, hat uns allen, glaube ich, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und über Kommentare, Rückmeldungen zu Verbesserungsmöglichkeiten freuen wir uns natürlich sehr. Nutzen Sie einfach das Blog und schreiben Sie vielleicht einfach dann da auch noch mal ein paar Gedanken dahin dazu, wie Sie es fanden und was Ihrer Meinung nach besser gemacht werden sollte. Also prinzipiell müssen die Veranstaltungen ja sowieso immer in irgendeiner Weise ein bisschen überarbeitet werden. Man hat immer irgendwas, woran man
schrauben kann. Und gerade hier jetzt in dem Kontext, dadurch, dass es hier noch eine sich in der Entwicklung befindliche Veranstaltung ist, ist das umso wichtiger für uns. Deswegen auch nochmal die Bitte, Thomas Bernhard wird sich nochmal melden mit einer Abschlussevaluation und bitte, bitte, bitte auf alle Fälle daran teilnehmen. Okay, vielen Dank und viel Erfolg als E-Studio.